Hallo. Wer sich für die neueste Messtechnik interessiert, der geht am besten zur Testing Expo. Mache ich auch dieses Jahr. Für mich mit dem Fokus Akustik-Messtechnik interessiert mich vor allem, was der Stand bei Head Acoustics wieder Neues zeigt. Die sind ja dafür bekannt, dass sie immer besonders anwenderfreundliche Lösungen zeigen. Ich tue mal so, als wüsste ich von nichts und werde mal die Kollegen vor Ort mit so ein paar schlichten Einstiegsfragen bombardieren. Wozu hat man Kollegen? Also, Film ab. Wir sind wieder hier auf der Testing Expo in Stuttgart 2019. Wir sind jetzt hier am Stand von Head Acoustics. Wir wollen mal schauen, was es da Neues gibt. Kommt mal mit. Da sehe ich zum Beispiel hier eine Bremsscheibe. Interessant, dass wir das ausstellen. Bernhard, warum ist eine Bremsscheibe hier bei uns? Hallo Till, schön dich zu sehen hier bei uns bei Head Jedes Jahr Acoustics. wieder gerne hier. Bremsscheibe, ja. Nein, wir steigen nicht in die Produktion von Bremsscheiben ein. Okay. Wir stellen das Modell hier einfach mal exemplarisch aus, um beispielhaft dann die Impact-Measurement-Fähigkeiten unserer Software darstellen zu können. Das geht Richtung Modalanalyse dann, ja? Richtig, Dann zeigen wir das Modalanalyse, mal. ODS. Ich kann jetzt hier einfach. Okay, was sehe ich hier? Also hier haben wir auf der Abbildung Aufgefordert. jetzt, wir führen das Gesamte anhand von unserer Artemis Suite Okay. mit einem Wizard durch, Ja. sodass der Anwender tatsächlich Schritt für Schritt durch die Ich gesamte klopfe mal, ja. Anwendung geführt wird. Okay, das war Schon jetzt. relativ gut, aber Ja? nicht ganz gut, ne? Ah, da, dann muss ich einen Punkt mit Also, zwei was mit rein. auch dieser Wizard macht, er überprüft, ob ein Anschlag korrekt war, Der war gut sprich, jetzt. richtig, Okay. accepted. Ah ja. Wunderbar. Und Gemittelt dann und wird, drin. genau, Okay, habe dann ich wird die verstanden. Übertragungsfunktion Jetzt abgespeichert Punkt und wir gehen 3. zum nächsten Messpunkt. Da sagt mir jetzt immer, was ich als nächstes machen muss, ja? Richtig, genau. Zack, zack. Gute Sache. Gefällt mir. Und Ja. wie sieht das am Ende aus? Was kommt dabei raus? Gucken wir mal eben. Ja, gut. Am Ende dann, wenn ich alle Übertragungsfunktionen abgespeichert habe, Ja? kann ich die entsprechend weiterreichen in der Software. Ach Und so. hier sehe ich dann jetzt Ah, die sehr schön. Das Animation ist ja die der Bremsscheibe dann, die ich da. entsprechenden Okay. Bremsscheibe. Das ist. Oder auch eines anderen Modells natürlich. Also die Ergebnisse sind da Ja. 1A. Das ist ja die Traumfunktion. Ja, herrlich. Und was ist das hier? Hast du so einen Puma-Käfig jetzt hier aufgestellt? Was bringt das denn jetzt? Ja, das wäre jetzt genau die gleiche Frage wie zuvor. Also wir steigen nicht in die Produktion von Waschmaschinen ein, sondern Ja. hier zeigen wir ein weiteres neues Modul, was Okay. bei Artemis Suite aufgenommen wurde. Und zwar mit Version 10 haben wir jetzt auch ein Modul für die Schallintensität. Also Schallleistungsmessung. Schallleistungsmessung, richtig. Okay, jetzt kurz zum Abholen. Wenn man auf so eine Waschmaschine drauf guckt, da gibt es immer, wie viel Wasser verbraucht die, wie viel Strom verbraucht die und immer so ein dBA-Wert. Und das ist ja nicht irgendein Pegel, das ist ja der Gesamtpegel von alles, was von der Maschine kommt. Richtig, nach den Verfahren festgelegt, wie das zu messen ist. Ja, Und da das muss man haben wir erstmal halt. die ganze DIN gelesen haben. Das ist so ein Schinken. Das kann man sicherlich so tun. Man kann aber natürlich auch auf die Artemis Suite vertrauen. Da kriegt man den Vorschlag, mit welcher DIN ich messen möchte. Okay. Und die wähle ich entsprechend aus. Und das zeigt es mir jetzt hier schon an, ja? Auch Okay. wiederum, wie vorhin aufgezeigt, mit einem Wizard aufgesetzt, das gesamte Verfahren, Moment, sodass das machen der wir jetzt. Moment. Anwender Ja? durch jeden Messschritt einzeln durchgeführt wird mit dem Wizard in der Und Artemis das machen Suite. wir jetzt. Also ich starte jetzt hier einfach. Er sagt jetzt hier vor, man sieht ja die Waschmaschine, das ist cool. Ja, Also ich drücke jetzt, wir ich würden kann auch jetzt hier auf drücken, ne? Start So, Averaging ich drücke gehen. jetzt hier Start. Läuft schon los, Richtig, okay. jawohl. Ist so ein bisschen wie Pac-Man. Ja. Okay, jetzt läuft das hier ab. Zum Anwenderfreund habe ich das ja noch nirgends gesehen. Das ist ja so ein typisches Setting. Jetzt komme ich hier in Ziellauf rein und drücke Stopp. Richtig, jawohl. Alles klar. Und ach, jetzt geht's weiter. Okay, jetzt muss ich auf die Seite gehen und so einmal rum. Genau, so wird jetzt das gesamte Oh. Modell einmal abgescannt werden vom Anwender Das entsprechend verstehe ich ja nach der sogar. Vorschrift. Das Sehr lasse ich schön. mal unkommentiert. Okay. Danke erstmal, Bernhard. Das war eine sehr schöne Einführung. Ich Gerne, gehe mal gucken, was ich hier immer noch wieder. alles finde. Ja? Wir gehen weiter. Jetzt sind wir eigentlich am interessantesten Gerät. Jetzt gucken wir mal die kleinen mobilen Helfer, wenn man wieder mal aufnehmen möchte. Das sind mehr geworden. Marc, schön, dass du da bist. Auch wieder hier. Ja. Freut mich. Danke, Till. Was haben wir denn jetzt hier alles? Sag mal. Okay. Das Skobold. Skobold. Ja, ich nehme es mal in die Hand, ja? Auch noch sehr klein. Schick, schick. Auf der anderen Seite hast du noch zwei weitere Anschlüsse. Okay. Da kannst du zum Beispiel ICP-Mikrofone oder Beschleunigungssensoren anschließen. Immer so eine Referenz, Motorreferenz, irgendwie so eine Beschleunigung, Lenkrad, irgendwas. Ist praktisch. Also Zusatzkanäle dabei. Und GPS sehe ich da. Weil wir noch Platz hatten, haben wir das auch noch mit draufgepackt. Waren wir dabei. Können wir auch. Okay. Hier gefällt mir. Okay. Skobold, das gute Stück. Und jetzt kommen wir hier zu dem. Ist er? Das ist er, ne? Skadriga 3. Das Da ist ist es. Quadriga Da 3. ist es. Da ist es. Oh, Wie ich nehme es mal in die Hand. So, jetzt schauen wir uns mal an.
Da sehe ich ja jetzt schon direkt eine Online-Analyse. Warte mal. Schnack, 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 schnack. Guck mal. Oh. Ist direkt da. Ich sehe direkt, was abgeht. Ja, 2 Kilohertz, ziemlich genau. Okay, jetzt kann ich also direkt analysieren. Das Display ist auch sehr hell. Das heißt, Sonne kann drauf knallen, trotzdem kannst du genug sehen. Okay, stark. Ich spiele mal ein bisschen rum, ja? Ja, mach das. Recorder. Ah ja, gut. Jetzt sehe ich an die Kanäle. Wie viele Kanäle hat das denn jetzt? Hier haben wir insgesamt 8 Kanäle. Das heißt also, wenn du beim Skobold einen Triax anschließen willst und binaural aufnehmen, das geht leider nicht. Das geht nicht mehr. Aber hier kannst du zum Beispiel gleich 2 Triaxe anschließen. Was ja oft ist. Ne? Also einer irgendwie am Motor und einer dann am Lenkrad. Also ein Komfortpunkt. Haben wir auch 2 Triaxe getan. Und dann habe ich noch die Akustik über das Headset. Ne? Und dann hast du nicht nur eine Drehzahl, sondern gleich 2 Drehzahleingänge. Weil wir es hatten. Nee, kann ja sein. Okay. Und auf der anderen Seite geht es gleich weiter. Ja, okay. Was haben wir da? Boah. Wie oft braucht man KanFD oder FlexRay? Und was davon kann der jetzt? Alles. Nee, mein, KanFD, da gibt es diesen Zusatzadapter immer, oder nicht? Nein, brauchst du nicht. Da ist KanFD schon mit dabei. Ja. Aber für FlexRay gibt es einen Zusatzadapter. Nein, auch nicht. Das ist auch mit dabei. Das ist auch mit dabei. Das ist auch mit dabei. Es gibt noch einen wichtigen Punkt. Ja, was denn? Noch was? Sag mir was. Stell dir vor, du kommst immer noch nicht mit der Kanalzahl hin. Ja. Ja, jetzt 2 Triax habe ich jetzt verstanden. Ne? Genau. Ja. Mehr will ich doch nicht, oder? Nimm einfach ein zweites Quadriga 3 und du schließt die mit einem Kabel zusammen und du hast die doppelte Kanalzahl. Ich kann die synchronisieren miteinander. Also habe ich dann 16 Kanäle. Und du brauchst immer noch mobil. Immer noch keinen Rechner. Wie lange hält die Batterie? Oh, da sagt er jetzt schon, der wird noch 6 Stunden arbeiten. So lange mache ich nie mehr. Okay, cool. Gefällt. Das kommt, glaube ich, ziemlich gut an bei den Kunden, oder? Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Oh ja. Und schon ist die Testing Expo wieder vorbei. Was haben wir nicht alles Neues gesehen? Da gab es ganz neue Hardware-Produkte aus dem Hause Head Acoustics für den NVH-Bereich. Es gab neue Messverfahren mit den dazu passenden Softwarelösungen. Aber vor allem, es gab viele interessante und auch sehr anregende Fachgespräche. Vielen Dank dafür. Und mal ehrlich, wir hatten auch eine Menge Spaß. Ich hoffe, Sie besuchen uns im nächsten Jahr wieder. Wir würden uns freuen. Tschüss!